Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Ich begrüße euch zum ersten Part von Let's Play FIFA 15 hier auf der Xbox One. Und zwar habe ich ja vor, eine Karrieresaison hier durchzuspielen. Da gehen wir jetzt ja gleich mal rein, und zwar eine Trainerkarriere. Natürlich sind wir nicht nur Trainer, sondern spielen natürlich auch mit dem Team, aber dass man hier alles drumherum auch machen können. Und zwar hier ist es auch gleich perfekto. Und zwar habe ich vor, mal eine Saison mit den FC Barcelona oder Barcelona oder whatever. Und dann gehen wir jetzt hier rein. Spielschwierigkeit mache ich, ob ihr mir es glaubt oder nicht. Das werden wir hier sehen. Ich schwanke, ob ich dann, kann natürlich sein, wenn ich die Anfangspartie ein bisschen versemmle, dass ich vielleicht nicht irgendwann eine Stufe runtersteige. Aber ich will dennoch auch zu Beginn mit Legenden hier spielen. Halbzeitlänge lasse ich jetzt hier mal bei 6 Minuten. Dann wird der Part wahrscheinlich so um die im Schnitt 15 Minuten lang. Vielleicht heute am Anfang ein bisschen länger. Mal schauen. Strenge bei Finanzen, aber bei Mitte. Dann Währung, nehmen wir natürlich Euro. Stern ist natürlich klar, kann man ja, ich kann nicht umstellen. Ist ja das Heimstadion Camp Nou vom FC Barcelona. Sonst europäische Wettbewerbe hätte ich natürlich schon auch gerne hier. Wo sind wir? Sind wir irgendwo vorhanden? Nö, die lassen uns gar nicht rein. Müssen wir nochmal neu ziehen. So, jetzt sind wir da hier in der Gruppe mit Dortmund, Olympiakos und Anderlecht. Wow, krasse Gruppe. Und so, ja gut, du bist momentan nicht bei den Isen. Blablabla, ist mir egal jetzt hier. So. Gut, so Vorname, ich heiße ja nicht Leon und was weiß ich, Vorname machen wir jetzt hier ganz gekonnt, mega, oh mein Gott, das dauert hier wieder, und Nachname, Game Freak, hehe, so, eieiei. Gut. Jedenfalls, warum ich es bei Legende habe hier. Also man wird sehen, vielleicht werde ich mich nicht so gut schlagen. Ich habe schon einmal eine Saison bei Legende hier gewonnen, muss ich sagen. Ich spiele meistens auch entweder Legende oder Weltklasse. So, jetzt hier Land. Wo ist denn Österreich hier? Bei A, Austria. Ah, hier. Ah, das ist clever gemacht. Man hat Österreich hier unter A hinter, aber nicht in das Austria, sondern dann doch mit O, also Ö aus Österreich, wie auch immer. So. Kleidungsstil, Hemd und Schlips, Jogginganzug, Anzug, bleiben wir bei dem Schlips. So, Marienblau oder Grau. Ah, lieber hier ein bisschen bläulich. Hautfarben, lassen wir Mittel, Körperbau, regulär. So. Können wir jetzt starten? Nö, dauert noch. Game Freak, der neue FC Barcelona Boss auf dem Prüfstand. Das ist ja auch ein schöner Name für einen Trainer, würde ich mal sagen. Game Freak. Wie auch immer. Ich muss sagen, FIFA 15 habe ich mich natürlich wieder sehr, sehr drauf gefreut, wie jedes Jahr auf das neue FIFA, muss ich sagen. Ich spiele seit FIFA, das erste FIFA, das ich gespielt habe, war 07, glaube ich, war es. Das 2007, das war so mein erstes FIFA. Einmal habe ich Pro Evolution Soccer auch gespielt, aber nur einmal. Also, entweder man mag FIFA lieber oder Pro Evolution Soccer, ich definitiv FIFA. Also das ist immer ein Spiel, auf das ich immer jedes Jahr immer aufs Neue freue. Bin ja so riesiger Fußballfan, muss ich sagen. Und FIFA perfekte Spiele zu so. Dann speichern wir das hier noch unter. Dann speichern wir es hier FC Barcelona. Könnte man jetzt auch missverstehen als FC Bayern, aber es ist FC Barcelona. Ja, wie auch immer. Gut, so, jetzt sind wir hier also drinnen gleich mal. Ja, die Luis Suarez-Sperre ist hier leider in FIFA auch vorhanden. Bis zum 26. Oktober sind dann wieder spielberechtigt. Pokalziel, Nationale wahrscheinlich gewinnen. Ja, Pokalziel, Geschäftsführer. Sag mir hier und die und das. Scout könnten wir natürlich hier auch engagieren. Könnte ich es machen? Ich weiß gar nicht, ob ich für eine Saison jetzt so viele Scout brauche, weil ich habe eigentlich so, also, brauche nicht unbedingt so viele neue Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Liga-Ziel ist wahrscheinlich Meister zu werden. Blablabla, irgendwo steht der Ligameister drinnen. Ja. So, dann gehen wir hier mal auf weiter rein. Die ersten Spiele erzielt Champions Cup, wie es ja hier heißt in FIFA, nicht Champions League, das ist ja Champions Cup. Das ist ja auch das Ziel wieder gewinnen. Holla die Waldfässer. So. Simulation braucht ihm seine Zeit. Meine Suche in Italien nähert sich dem Ende. Ich bin ja auch, da ist hier das KISS-CAS Code. Nehmen wir einen Scout hier, hauen wir gleich in Spanien hier. Okay, der baut sich gerade ein Netzwerk auf. Gut, dann macht das Dude. Transferangebot haben wir gleich mal hier gekriegt. Aber Busquets wollen wir eigentlich nicht abgeben. Von Liverpool kam das Angebot. Lehnen wir ab. 27 Millionen, das wäre schon eine schöne Summe. So, Nationaltrainer sagt auch Hallihallo. Und dann hier noch der Vorstand.
Ja, also natürlich, Ziele sind's, einfach alles zu gewinnen, was dir in den Weg kommt, auf gut Deutsch gesagt. Ist natürlich dementsprechend war auch klar, dass es so ist, wenn man hier bei Barcelona ist und der Simulation, die braucht jetzt eine Zeit, bis dann zum ersten Spiel dann rangeht. Ich will jetzt aber, gehen wir hier nochmal ganz kurz stoppen. So, Büro haben wir schon wieder was hier. Ach, der rast hier Deutschland auch schon ab, oder was? Oh, das ist schon wieder ein Scouting-Netzwerk auf. Fantastisch. Du machst das, Johnny. Sehr, sehr gut. So, wo ist denn jetzt hier die Mannschaft? Krempel mal die jetzt auch mal ein bisschen rum hier. Und zwar der Stieg im Tor. Genau, das habe ich auch lieber. Also Bravo finde ich zwar auch gut, muss ich sagen, aber der ist für mich. Hau ich da lieber der Stegen rein, ihr seht auch schon hier, hat sich einiges getan in FIFA 15, sieht hier der Aufbau anders aus wie in den Vorgängerteilen von FIFA. Dann natürlich haben wir hier mal Alba, ist auch die Frage, ob ich Mascherano hier spielen lasse oder dann doch jemanden anderen reinbringe. Wie man dann sehen kann, ist sonst Piqué bei mir schon eher ein Fixleib, weil Alves natürlich hier auch noch. Xavi muss ich persönlich sagen, hau ich hier raus. Den brauche ich, gebe ich vielleicht auch lieber anderen eine Chance. Ich weiß auch nicht, ob ich Busquets unbedingt hier dann. Ja, den lassen wir auch hier mal drin. Optionen wären natürlich, wenn man sich hier das durchsieht. Da haben wir schon noch einiges. Ich finde es verdammt schade. Suarez, Mann, Mann, Mann. Ja. Nehme auch immer und zwar. Ich könnte mir vorstellen, hier Rakitic jetzt trotzdem mal hier rein. So, auch mal schauen, wie das gut gehen wird oder auch nicht. Iniesta natürlich, dann haben wir Neymar. Ich persönlich muss sagen, dass ich lieber Messi auf der Außen spielen lasse. Sonst würde hier bei mir Suarez spielen, aber der ist ja noch gesperrt, der Gulda, der Beiße hier. Von daher muss Pedro in der Zeit richten. So, dann hier oben gehen wir auch mal ganz kurz zu der Taktik. Bin ich persönlich einer, der hier eher auf dem hohen Druck. Ich könnte es natürlich mit Eigentaktik noch viel mehr Pressing und so weiter und so fort forcieren. Da wird man mal sehen, wie das dann gut gehen wird. Ja, speichern. So. Gut. Man kann sehen, wie wir mitschauen, wie es dann laufen wird. So, erstes Spiel. Das wären ja drei Testspiele, aber ich muss sagen, die ersten drei Parts der Testspiele wären ein bisschen langweilig. Ich überspringe die quasi jetzt hier, dass wir dann gleich heute im ersten Part auch richtig starten mit einem richtigen Spiel sozusagen. Von daher simuliere ich die ersten drei Testspiele, in dem Fall gegen Palermo. Wird es ein 3-1 hier. Wahnsinns. Tore, wie man hier gesehen hat, tolle Spiel, atemberaubend. So, zweites Testspiel wäre noch gegen AS Roma. Das können wir hier dann auch noch überspringen. Also, ja, ich muss auch sagen, wenn es um nichts geht, dann spielt man automatisch vielleicht ein bisschen lahmer. Von daher starten wir dann gleich mit den richtigen ersten Spielern. 1-1 können wir zufrieden geben. So, ich glaube, drei Testspieler sind immer so an der Zahl. Transferangebot kommt ja schon wieder für Busquets. Meine Fresse. Nö. Er kriegt ihn trotzdem nicht. Auch wenn ihr noch höher rankommt hier. So. Und letzter Testspieler. Auch im Büro schon wieder eine Nachricht hier. Gegen Stoke. City oder nur Stoke? Was weiß ich? Haben wir wie viel gewonnen? Wahrscheinlich das sind das meine einzigen Siege hier. In der Simulation. 2-1. Sehr, sehr geil. So. Dann kann es jetzt hier losgehen mit dem ersten wirklichen Spiel hier. Aber vorher schauen wir da nochmal rein. Da kommt ein Transferangebot für Batra. Könnte ich vielleicht sogar loswerden hier, mein Innenverteidiger. Ah, ich weiß es nicht. Ich lehne es aber auch hier mal ab. Also ich muss persönlich sagen, so die Mannschaft so generell, mir passt es perfekt. Also so generell, was haben wir hier? Ja. Bisschen Spielzeit kriegst du hier, 2 Minuten vielleicht. Also was mir immer so gefehlt hat in den vergangenen Jahren, wo ich persönlich auch immer so dazugekauft habe, wie ich Barcelona hier gespielt habe, war immer so in der Stürmerposition, in so sehr zentral, muss ich sagen, so. Aber jetzt mit Suarez ist es ja eigentlich top besetzt, auch wenn er jetzt noch nicht spielberechtigt ist, aber dann ist es ja und dann passt es ja perfekt hier von den Außen. Neymar, Messi, das passt super zusammen, wie ich finde, also. Es ist eigentlich perfekt, würde ich mal sagen. Und jetzt hier das erste Spiel ist ein Meisterschaftsspiel gegen Elche in der Liga. Starten wir rein. So. Und ich freue mich drauf. So, wir nehmen natürlich die klassischen Trikots. Und die kriegen, ja, nehmt ruhig eure Heimtrikots, kann man ja schön auseinanderkennen. Sonst natürlich hier Aufstellung passt uns ja. Und hoffentlich. Ich bin gespannt. Ach du liebe Zeit. Ich werde ablosen. Ne, ich weiß es nicht. Man wird sehen. So, dann natürlich sind hier wieder die tollen Minispielchen.
Ja, sogar getroffen. Wow, kommt sogar ins zweite noch rein. Skills. So. Und das immer. Ein Traum. Im Camp Nou, das erste Heimspiel hier. FC Barcelona gegen Elche. Na, so. Also, wir springen jetzt mehr oder weniger. Muss man ja nicht immer sehen. Weil du ja den größten Teil nicht mehr überspringen. Und jetzt geht's hier los in die erste Partie, in das erste Meisterschaftsspiel. Und ich hoffe, ich lose nicht total ab. Ne, man wird sehen, wie ich mich schlagen werde. So. Da kommt gleich mal hier der erste gefährliche Angriff vom Gegner. Können wir den abfangen? Jawohl, so. Schade. Das hätte eine Möglichkeit werden können. FIFA kommt ja eine Parts, wenn er hoffentlich pünktlich kommt. Also ich kann es nicht versprechen. Jetzt wäre es gefährlich, dass er zweimal pro Woche kommt. Im Normalfall dann wäre es. Wann wäre es nicht? Ich weiß auch nicht, wenn ich nicht. Doch, am Dienstag und am Samstag soweit hier. Aber kann auch so sein, dass er nur einmal dann pro Woche kommt. Hängt natürlich immer davon ab, wie man Zeit, wie ich Zeit finde und so weiter und so fort. So. Huch, da wird's ja sehen. Also Spielung muss ich sagen, klassisches, wie es immer so ist. Ich habe immer schon, muss ich sagen, meistens ein 4-3-3-System hier gespielt. Und da kommt gefährlich hier. Ja, genau. Was hat ein Foul von mir? Der tänzelt da dahinter, sieht ja lustig aus. Wie auch immer. Gut. Wie der Schiedsrichter der meint. So. Gibt es den Freistoß? Wo er jetzt hin? Ah, bringt es in Sicherheit, der Schiedsrichter? Aber jetzt kann der Freistoß hier ausgeführt werden. Suarez, aber es ist nicht der Suarez. Nee, ich mein Suarez. So, Alves. Sehr, sehr nice. Messi, jetzt hier mit der Schnelligkeit. Genau in diesem Grund will ich ihn hier auch lieber gerne da außen sehen. Ja, Pedro ist Noob. Nee, Spaß. Aber ich hab ihn nicht so gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach du liebe Zeit hier. Kommen noch nicht so ins Spiel. Aber sind ja erst 10 Minuten gespielt. Ter Stegen. Oh, ah, schade, wenn der durchgegangen wäre. Es wäre eine schöne Möglichkeit vielleicht geworden. Das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Eins noch welch. Gibt's ja nicht. Fängt ja schon mal gut an hier. Und das machen sie natürlich auch einfach gut hier. Ach, riesige Lücke. Ja, die Tormann sind die Tormann in FIFA 15. Kommt ein vorher teilweise. Es sind wirklich schlechter geworden, muss man sagen. Teilweise kommt da mal so Messi. Pedro. Geht da durch. Oh, der war nicht schlecht. Neymar. Oh, das gibt's nicht. Er muss sitzen. Er darf sitzen, er muss sitzen, was immer hier. Ah. Schade hier. Ich hoffe übrigens, hier Hintergrundsound und so weiter und so fort ist einigermaßen gut. Hoffentlich zu laut und nicht zu leise. Kommentatoren habt ihr schon sicher gemerkt. Also eine Buschi und dann, wer ist der zweite? Beckmann. Habe ich ja immer. Habe ich ja ausgestellt hier. Das wird vielleicht auch ein bisschen irritieren, ich weiß es nicht. So. Jawohl. Au, kommen wir nicht ran. Hier eine Ball, das wäre schön, wenn wir den kriegen würden. Kriegen wir aber nicht. So, jetzt spielen wir hier ein bisschen Pressing. Aber wir kommen nicht an das Bällchen. Gegner macht das gut. Und jetzt haben wir es hier. Ter Stegen auf alles. Rakitic. Naja, da wird's eng. Oh, das war einigermaßen riskant. Alba, nicht Alaba, sondern Alba. Jordi Alba. Rakitic. Rakitic. Oh. Gar nicht mehr so schlecht. Aber Herrera kann hier den Ball abwehren. Schade eigentlich. So, ein Ballchen um uns. Geht er durch? Jawohl. Jawohl. Ah, jetzt wollte ich zu viel. Jetzt wollte ich zu schön machen hier. Ich wollte es zu schön machen. Ich wollte jetzt eigentlich ursprünglich was komplett, weil ich gesehen habe, da ein bisschen aus dem Tor mehr überheben. War dann aber doch zu wenig des Guten hier. So, nice. Rakitic. Alves. Gott, geht der Ball hier nicht durch. Und jetzt kommen wieder Elch. Die Elche. Gonzales. Ulala, holla, holla, holla. Was macht der Typ? Zum Glück fehlt er hier ein bisschen. Und wir haben das Bällchen über Messi.
noch nicht sein Spiel. Ja, denn das gibt's nicht. So ein Ball darf nie und nimmer hier durchgehen. Oh, jetzt haben wir Glück gehabt. Hier, Ter Stegen ist sehr, sehr gut reagiert. Habe ich irgendwas gesagt, dass die Tormänner schlecht sind hier? Ich nehme alles zurück. Der Konter vielleicht. Jawohl, Messi. Jetzt vielleicht hier. Ja. Verteidigen tue ich auch nicht schlecht. Wäre nicht so, als wäre das jetzt hier auf Legende eingestellt. Nein, nein. Ach du liebe Zeit. So, jetzt haben sie den Eckball. Was bedeutet für uns vielleicht die Kontermöglichkeit? Mosquera. Kommt nicht schlecht. Och, du liebe Zeit. Alles gut gegangen. Noch ein Eckball, war noch abgefälscht hier. Nochmal Mosquera, nochmal von der gleichen Seite. Jetzt wollte ich schon den Tormann rausholen, wäre ein bisschen dumm gewesen. Ja, das ist eben ganz sicher. Also, das ist schon mal nice. Ich muss sagen, ich bin auch froh. So wie damals noch, weil das im Tor war für Barcelona. Den habe ich nie wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, gut gefunden. Den fand ich immer so okay. Aber so richtig Hammer-Weltklasse fand ich den persönlich nie wirklich. Also bin ich schon froh, dass sie jetzt zwei sehr, sehr gute Tormänner haben. Besonders auch mit Ter Stegen. Natürlich auch Bravo hat auch, muss man sagen, eine super WM gespielt. Also ohne Frage. Habe ich mit Ter Stegen dann doch noch um einen Hauch besser. Das war zu vieles Guten. So. Neuer Spielaufbau hier. Wir schreiben bereits übrigens die 40. Spielminute. Also die Zeit vergeht schnell. 6 Minuten pro Halbzeit, das ist. Weiß ich nicht. Vielleicht eine Minute zu wenig. Vielleicht stelle ich den irgendwann mal auf 7 Minuten pro Halbzeit. Mal schauen. So, jetzt haben wir den Einwurf. Messi. Erfolgreicher Einwurf. Erster erfolgreiche Pass von Messi heute. Aber der geht schief und das ist die Kontermöglichkeit. Da darf man nicht aufmachen. Da drüben. Spielt er nicht an. Gut. Wartet hier. Spielt auf Suarez. Und Einwurf. So, die Zeit. Oh, läuft. Aber in der ersten Halbzeit wird wohl nichts mehr passieren hier. Dann gehen wir mit 1-0 Rückstand in die Pause. Ist ein bisschen schade, es wird noch ein 2-0. Nö, Gott sei Dank nicht. Bis dato der Stegen bester Mann. Das war ein bisschen Risiko hier. Oh, geht sich der aus für Neymar? Nö. Geht sich nicht aus, aber der ist nice. Der ist nice. Neymar. Ah, aber da wird es eng. Da wird es richtig, richtig eng. Ball kommt nicht durch. Schade. So, 0-1 Rückstand nach Halbzeit, Nummer 1. Wie auch immer. Und die schönen Highlights. Das ist auch sehr, sehr schön. Das ist jetzt hier anders, die Highlights. Das sieht sehr, sehr nice aus. Ja. Gut. So, jetzt sehen wir auch die Zwischenergebnisse von den anderen Spielen hier in unserer Liga. Celta Vigo führt gegen Getafe und Sevilla 1-1 gegen Valencia. So, rein in Halbzeit 2. Wir wechseln noch nicht. Pedro darf noch am Spielfeld bleiben. Messi auch. Nein, Messi natürlich. Messi ist und bleibt der beste Mann. Das war ein Foul. Ja. War ein Foul. Suarez. Mosquera. Gibt einen Einwurf für mich. Das ist nice. Es hat jetzt so den so ausgesehen, als wollte der mich einfach nur anschießen hier. Nö, wenn es ihm taugt, wieso nicht? Ah, kommt der Ball hier nicht wirklich durch. So, jetzt vielleicht mal hier. Der Haken geht sich aus. Das muss. Es ist der Ausgleich. Jawohl. Wer war's? War's Iniesta? Ich glaube ja. Geht doch hier 1-1. Haken ging zum Glück gut. Schlussendlich auch. Und das ist der Ausgleich. Ja. Gegentreffer sehe ich mir nicht so gerne in der Wiederholung an. Die eigenen natürlich deutlich lieber. Aber wer tut das nicht? So, also Andres Iniesta, auf den ist also hier Verlass. Und dann sieht er ja schon mal ein bisschen besser aus. Aber da kommen sie jetzt gleich wieder. Okay, ah Mann. Ich wollte nämlich ursprünglich, was jetzt hier gerade grätschen, habe ich gemerkt, ich habe den Ball und daher X ja grätschen und flanken ist. Dann kommt natürlich darauf an, ob man ein Ballchen hat oder nicht. Sah das ein bisschen albern aus. Kommt jetzt hier der Konter. Ah. Jetzt vielleicht geht er durch, hat Messi noch. Ne, so schnell ist nicht mal der.
Er ist sehr, sehr schnell, aber das war dann auch zu viel. Einwurf, Neymar. Auf Iniesta. Jawohl. Jetzt hier drüben wäre die Möglichkeit. Ah, bisschen. Das war ein Fail. Ich wollte ihn eigentlich gar nicht dahin spielen. Piqué. Mascherano. Iniesta. Ah, das kretschen sie nicht schlecht ab hier. Ich versuche immer dann gleich mit zwei anzugreifen. Oh, da ist viel Platz. Da ist viel Platz auf der Seite auch. Das spielt auch an. Aber das geht sich hier nur aus. Komm, jetzt hier. Konter, Iniesta, Messi. Aber wohin mit dem Bällchen? Jawohl. Ah, Neymar steht im Abseits. Können wir nicht anspielen. So, jetzt können wir anspielen. Neymar. Geht hier durch. Neymar. Komme ich zum Schuss? Nein, komme ich nicht. Hold it out. Brav. So. Jetzt wechseln wir hier mal. Gehen wir hier rein. Und schauen wir mal. Ich habe nämlich die Reservespiele hier. Ja, hätte ich eigentlich schauen müssen, aber ich glaube, ich habe keinen einzigen Stürmerzieher noch. Wirklich. Nö. Pedro, du darfst auf dem Feld bleiben. Wir hauen jetzt hier Sorgen mal rein anstatt von Busquets. Und sonst glaube ich, lassen wir hier mal. Das ist erst die 61. Spielminute. Also das müsste schon passen. Ja, sonst könnt ihr natürlich jetzt hier umsteigen, vielleicht noch eine andere Spieltag, blablabla, aber das lassen wir hier mal. So, weiter geht's. Gegnerwechsel auch. Können auch nicht mehr. Also überspringen wir jetzt hier. Und dann geht's weiter. Iniesta. Ah. Oh, den haben wir nicht. Ja, kein blödes Gegner hier kriegen. Song, sehr, sehr nice. Iniesta, schickt man immer. Mehr oder weniger zumindest. Pedro. Ah, da kommt nicht ganz durch hier. Schade. Alba. Ja, neuer Spielaufbau hier. Also ich habe schon gesehen, die Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen, sonst weniger viel mit hohem Besten. Jetzt und auch weniger mit Flanken, muss ich ganz ehrlich sagen. So, das ist jetzt auch nicht so unbedingt das, wo man mit Barcelona da unglaublich viel flanken kann und so weiter und so fort. Außer natürlich, es stellt sich ein Messi hier in die Mitte rein, dann kann man natürlich mit der Flanke perfekt anspielen, machen Kopfball durch und der war zum Sack gut. So, gib Abstoß, zerstegen Alves. Wird er, glaube ich, in echt Barcelona nach der Saison verlassen. Alves. So. Iniesta. Der wird Barcelona nie verlassen. Gleich nicht wie Messi. Auch wenn er ein 150 Millionen Angebot von Chelsea kommt oder sonst irgendwas. Und jetzt nächster Angriff von Elch. Der Name finde ich komisch, aber was soll's. Ah, kommen wir nicht an das Ball. An das Ballchen, würde ich jetzt schon sagen. Ans Ballchen. Bällchen natürlich. Marco, ich will dir doch nur faul. Willst du nicht herkommen? Das gibt's ja nicht. So. Gibt's Einwurf. Wir nähern uns jetzt hier. Die letzte Viertelstunde ist angebrochen. Jetzt kommt eine Flanke. Jawohl, die kommt. Gefährlich. Das Degen. Alles gut gegangen. Alles gut gegangen. Pedro. Ah, wo ist Neymar? Jetzt vielleicht nochmal hier. Das wäre schön. Ah, da ist es eng. Da muss man extrem schnell spielen. Wir müssen mal. Da war gar nicht schlecht. Aber es reicht nicht. Herrera. Ja, der hat den Ball nicht mal ordentlich raus. Kennt da kein Pardon. Song. Nochmal hier. Oh, das ist der Schuss! Das gibt's nicht! Den hat er. Na, eine größere Chance werden wir nicht kriegen hier. Die Riesenchance auf den Siegestreffer. Gegner wechselt hier nochmal. Wir wechseln auch nochmal. Und zwar. Ich weiß, es war dumm, dass ich über im Reservespiel hier nicht genau geschaut habe. Wir bringen dennoch hier nochmal Xavi hier rein anstelle von Rakitic.
Und sonst auch. Wir hätten hier noch Ravinia. Soll ich ihn erst hier rausnehmen? Er hat noch ein bisschen, wir hätten. Dann geht's hier noch gut. Ne, war noch viel Kraft hier, Alba. Ah, hau ihn erst hier noch raus. Der hat seinen Arbeitstag recht gut gemacht. So, der war schlecht gespielt. Also verschenkt der Ball. Aber die schenken ihn gleich wieder zurück. Sehr, sehr nett. Xavi. Rafinha. Oh, da wird's eng. Foul. Spiel nur an schnell. Nö, warte mal. Warten wir. So. Ja, das wird mir nochmal angezeigt. Das ist auch sehr, sehr nett. Direkt 29 Meter. Das war, glaube ich, zu wenig. Oder wird abgefälscht. Da kommen wir nicht ran. Da kommen wir nicht ran. Na, gewarte. Ja, jetzt hier die Emotionen sind neu. Wie viel 15? Das sieht auch sehr, sehr nice aus. Ah, nur gelb. Glück. Was soll denn das mal wieder nun mit dir? Füßung. Herrera. Haut das Bällchen hier einfach mal weg. Mosquera. Gonzales. Eine Chance wäre noch schön. Eine Siegeschance. Oh, jetzt haben wir hier das Bällchen. Also wir hat, ich habe schon die Chance gehabt hier auf den Sieg. Ach, das ist jetzt eng hier. Die machen hier jetzt extrem zu. Das war ein Ballverlust. Und da kommt die Konterchance. Eieiei. Gibt's ja nicht der eine, da kommt nichts hier. Gegen drei durch. Schon in Nachspielzeit. Ich blick mal. Oh, ja, 5 Minuten. Nein, 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 nein. Okay, was machst du denn da? Da, die zögern das hier raus, mehr oder weniger. Und das Ding ganz sicher, was war jetzt? Was faul von mir, was soll das? The fuck? Naja, gut. Alles muss man nicht verstehen. Oh mein Gott. Das Ding hier, wahrscheinlich heute hier der beste Mann von mir auf dem Feld im Tor. Und den hat er auch hier. Oh, das sehr, sehr nice. Und das soll es gewesen sein für dieses Spiel. 1:1 zum Auftakt der neuen Saison. Es war vielleicht mehr drinnen. Ich hätte aber auch unter Umständen hier verlieren können. Und den Strich heben kann man da schon einigermaßen zufrieden sein, muss man sagen hier. Und ja, wie gesagt, diesmal war es ein längerer Part, kann man nur sagen. Ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Freut sie mich natürlich und von daher euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal und ja.